Willkommen zurück bei der nächsten Folge. Ich freue mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich auch darauf, dass wir jetzt die nächste große Herausforderung meistern können, nämlich die sehr, sehr tiefen Temperaturen plus den Sturm, den ich euch letztes Mal ansatzweise schon gezeigt habe. Der hat die ein oder andere Überraschung noch parat für mich, beziehungsweise für uns. Ich selber weiß ja schon, was er macht. Und meine Aufgabe ist es jetzt einfach dahingehend dafür zu sorgen, dass ich darauf richtig vorbereitet bin. Um das hinzukriegen, habe ich ja schon einen weiteren Kohlegenerator gebaut, wo auch erstmal Überstunden gefahren werden, um einfach dafür zu sorgen, dass wir mehr Kohle generieren können. Im Moment haben wir 1855 am Tag. Ich muss kurz gucken, wodurch das zustande. Achso, ja, weil die beiden Sammelstellen quasi jetzt auf 0 stehen. Ich lasse die mal von 8 bis 18 erstmal arbeiten. Dann hat nämlich dieser Kohlegenerator 2 Stunden Vorlauf, um entsprechend schon mal einen Kohlehaufen anzuhäufen. Und ich gucke gleich mal das nächste Gesetz. Einen Moment, ich schaue nochmal. Ich habe noch 28 Leute, die krank sind. Das kriegen wir bald hin. Ich könnte jetzt hier mit einer Bestattungszeremonie noch den Friedhof erweitern. Sind 36 Stunden Cooldown. Verlust der Hoffnung durch Todesfälle wird halbiert. Brauche ich aber nicht. Da ja Hoffnung quasi gar nicht mehr vorhanden ist. Also nehme ich jetzt die Zusatzration für die Kranken. Wir können Kranken Zusatzrationen geben, um ihre Genesung zu unterstützen. Neue Fähigkeit, Zusatzrationen. 10 Essensrationen werden an Patienten verteilt, um ihre Genesung zu beschleunigen. Hier, ab dafür und gleich mal Sanitätszentrum. Rein damit. Ich will damit eigentlich nur erreichen, dass die sich schneller wieder erholen. Und das war jetzt wieder der neue Tag, der angebrochen ist. Der neue Glaube, ein neuer Anfang. Sir, eine Gruppe von jungen Männern hat sich bei einem Haus versammelt. Sie behaupten, dass die Familie, die dort wohnt, Symbole der alten Religion versteckt. Sie wollen sie vertreiben, um die Stadt zu säubern. Die Familie sagt, dass es sich um wertvolle Relikte aus der Zeit vor der Katastrophe handelt. Sie möchten sie erhalten. Ja, ich bin dafür, dass ihr die Familie in Frieden lasst. Nur weil die so ein paar alte Symboliken haben, heißt das nicht, dass es irgendwelche Verräter sind oder sonst was. Außerdem, es muss mir nicht jeder fanatistisch hier folgen. Es geht einfach nur darum, dass wir am Ende das Überlebensziel erreichen. Wenn es da einige gibt, die sich nicht 100% mit dem Glauben identifizieren, dann lass sie doch einfach noch. So, meinen zweiten Spähtrupp schicke ich auch schon mal zum Absturzort. Und werde den dritten Spähtrupp jetzt auch einführen. Ich muss kurz gucken. Zack, da haben wir ihn und den schicken wir auch gleich mal dahin zum Triggern. Sobald die angekommen sind, werde ich alle drei verteilen auf die entsprechenden Gebiete, da ich dafür noch genug Zeit habe. Und auf den Sturm gehen wir später auch nochmal ein. So, dann gucken wir mal, wir erforschen gleich mal diese stereoskopischen Linsen. Fortschrittliche Messinstrumente in der Signalstation ermöglichen es, die Schwere bevorstehender Stürme einzuschätzen. Forschungszeit 16 Stunden. Da wird sicherlich ein bisschen weniger. So, du kannst mir mal aber noch dann am nächsten Tag weitere Automatone herstellen, da ich gerne noch welche hätte. So viele wie möglich. Wie viel habe ich im Moment? 7. Wo arbeiten die alle? In der Holzfällerhütte, bei den Mauerbohrern, beim Stahl. 2 in der Werkstatt. Okay, dann kann ich einen aus der Werkstatt rausnehmen. In die Fabrik packen, dann werden die Automatone nämlich gleich schon hergestellt. Die Heizung kann hier wieder aus und da können hier ein paar Ingenieure rein. Unzufriedenheit habe ich kein Problem. 7 Überstunden. Warte mal, wo kommen die alle her? Aus meinem Kohlegeneratorenkombinaten. Der hier fängt um 6 an. Die Forschung hier, stereoskopische Linsen, läuft. Ja, okay, die wird ein bisschen dauern. Aber nur ein bisschen. Ich überlege gerade, hatte ich die Automatoneingliederung höchste Stufe schon? Nee, hatte ich noch nicht. Werde ich dann auch noch machen, um da noch das Maximum rausholen zu können. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? 8 Tage habe ich dafür. Gut, okay. Das habe ich dann also in weniger als einem halben Tag drin. Der Mauerbohrer bohrt, der Mauerbohrer auch. Dann kann ich hier auch eigentlich 10 Arbeiter reinstecken und den Automaton anderweitig
nämlich auch wieder hier in der Werkstatt einsetzen. Dann geht das Ganze schneller und guckt mal hier unten richtig schön, nur noch 18 Leute in Behandlung. Das wird also immer besser. Insgesamt haben wir hier 503 Leute. Wenn ich die ganzen Kranken noch mit aufgenommen hätte, wären das, glaube ich, nochmal 100 mehr gewesen. Müsst ihr euch vorstellen, 100 weitere Leute. Da bei dem einen 25, 25, also normal- und Schwerkranke waren und beim anderen, glaube ich, komplett Kranke. Und das wäre dann schon ziemlich, ziemlich eng geworden. Ich hätte das auch stemmen können, aber das wäre gerade mit den Kranken, die ich nicht so schnell hätte heilen können, unglaublich schwierig geworden. Und das wollte ich jetzt in dem Fall definitiv nicht riskieren, weil mir das dann einfach zu gefährlich geworden wäre. Und darum habe ich mich halt dafür entschieden. Zum Wohle derer, die eben schon hier in der Stadt sind. Aber ich muss kurz schauen, das sieht gut aus. Guck mal, jetzt bin ich hier nämlich wieder im Plus drin, da dieser Kohlegenerator arbeitet. Und diese beiden Sammelstellen später auch arbeiten werden. Ich muss nur mal gucken, habe ich hier schon Schreine in der Nähe? Sieht nicht so aus. Dann machen wir es mal so. Wir bauen hier mal die Straße hoch. Komplett zu. Die Straße hier können wir mal abreißen. Genau. Und schreien. Ich muss gucken. Da, wo die Automatoren arbeiten, kann man, glaube ich, nichts weiter rausholen. Nee, da kann man nichts rausholen. Die werden natürlich vom Schreien nicht beeinflusst. Aber hier. Da bauen wir mal noch einen Schrein ran. Dann werden die nämlich alle auch beeinflusst. Und die Sanitätsstation können auch beeinflusst werden. Dann bauen wir mal hier noch einen Schrein hin. Und hier. Oh, die Musik wird gerade düsterer. Hier kommt noch ein Schrein ran. Das Speisehaus hat schon einen Schrein. Stimmt. Bei dem Speisehaus hier habe ich noch gar keinen Schrein gehabt. Da kann man noch eine Menge rausholen. Ich werde euch mit der Musik mal kurz allein lassen und einfach mal nichts erzählen. Auf den Sturm vorbereiten. Sir, die Wissenschaftler wollten ihren Augen nicht trauen, aber sie haben ihre Berechnungen doppelt, dreifach überprüft. Sie sagen, die stärksten Böen des Sturms werden die Temperaturen auf einen Wert sinken lassen, den wir nie zuvor erlebt haben. Jagen wird unmöglich sein, die Pflanzen in den Treibhäusern werden erfrieren. Alle außerhalb der Stadt werden umkommen, ebenso wie wir, wenn wir unsere Unterkünfte nicht ausreichend beheizen können. Wir müssen uns vorbereiten. Die Hoffnung sinkt. Gut, in dem Fall, da ich natürlich keine Hoffnung mehr habe, ist das alles top. Brauche ich mir deswegen keine Sorgen mehr machen. Generator bereit. Also, das ist jetzt übersprungen. Normalerweise würde dieses Textfeld noch nicht kommen, wenn ich in der Heizungsforschung noch nicht so weit wäre. Wir haben getan, was wir konnten, um die Heizleistung des Generators zu steigern. Aber das allein könnte unzureichend sein. All unsere Unterkünfte und Arbeitsplätze sollten so warm wie möglich sein. Die kommende Kälte kann innerhalb von Minuten töten.
So, das kam, glaube ich, nur, weil ich hier auf der linken Seite verschiedene Aufgaben jetzt habe, für die ich noch knapp 7,5 Tage Zeit habe. Und in Punkt Kälte, wie ihr seht, ich lasse das Bild mal stehen, hat schon einen Haken dran. Das war nämlich das Upgrade für den Generator. Und ich habe jetzt noch 3 weitere Aufgaben. Eine davon ist halt Nahrungsmittelvorrat anlegen von 2,814. Das reicht für meine ganzen Einwohner dann eine Woche lang ungefähr. Dafür müsste ich mal schauen, eventuell noch ein weiteres Speisehaus und noch ein paar Jäger einzustellen. Überlebende muss ich jetzt aus 3 weiteren Orten noch retten. Dafür sind die 3 Spähtrupps wichtig, die ich soweit vorbereitet habe. Und damit wir es hier sehen können, mal kurz gucken. So können wir es gut sehen hier. Rufe alle Späher und Außenpostenteams zurück. 0 von 5. Gehen wir mal auf die Karte drauf und gucken mal. Ihr seht es hier, der Sturm, die Front, die kommt immer näher. Auch hier sehr ungemütlich mit sehr viel Niederschlag und sehr viel Wirbeln. Und jetzt habe ich nämlich diese 3 Posten, wo ich meine Leute hinschicken muss. Und das machen wir auch. Zum Schneehöhlen, zur Eisspalte und der letzte zur tiefen Senke. Und dann werde ich alle Leute, die ich dort noch finde, zurückholen. Und darauf muss ich mich dann auch noch vorbereiten. Wir nehmen mal jetzt die angetriebenen Speerschlitten. Dann sind die Jungs nämlich schneller. Ich weiß auf Anhieb nicht, wie viele Leute das sind. Ich werde mit dem Zeltbau anfangen, sobald ich alle Leute da aufgesammelt habe und weiß, wie viele tatsächlich kommen werden. So, ein neuer Automaton wurde gebaut. Und du baust jetzt keinen mehr, weil wir zu wenig Stahl haben. Na gut, das ist nicht das Problem. Aber ich habe einen weiteren Automaton. Den können wir hier, ich muss kurz gucken, wo ich bisher Automaton habe, in den 3 Werkstätten. In diese Werkstatt mit reinpacken. So, dann gucken wir mal bei dem Dampfzentrum. Das hatte ich nur auf Stufe 1. Ich werde natürlich dementsprechend jetzt noch auf mehr und mehr Kohleförderung gehen. Aber hier wird erstmal noch ein Automaton gebaut. Das ist gut. Ich habe noch so viele Dampfkerne, das muss ich alles noch mit Automatonen vollkleistern. Um das Maximum rausholen zu können. Kurz schauen, wenn ich den Generator wieder auf Bereich 2 runterschraube, auf Bereich 1, dann fallen hier die ganzen Sanitätsstationen weg. Nee, Bereich 2 brauche ich schon. Nee, Dampfstufe 3 bitte und Bereich 2. Das ist schon wichtig. Und Bereich 3. Nee, das ist nicht wichtig. Gut, ich will nämlich den Verbrauch so weit wie möglich runter haben und dafür ist Bereich 2 in der Einstellung einfach mal sehr, sehr gut. Da ich jetzt hier bei einem Plus von ungefähr 800 am Tag stehe. In dem Zelt hier wohnen zum Glück keine Leute drin. Jetzt bin ich hier halt schon wieder am Nahrungscap. Ich gucke nochmal. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Rohnahrung, Rohstahl, Stahl, Kohle, Kohle. Ne, dann kannst du nochmal auf Essensration gehen und du auch auf Essensration. Du von der Kohle auf Stahl. Weil ich im Moment nicht so viel Kohle habe. Kohlevorräte brauche ich keine. Okay, interessant. Ich hätte gedacht beim letzten Mal, dass ich auch Kohlevorräte brauche. Aber dann ist dem nicht so. Der Sturm hier, der braucht noch eine Weile. Der wird aber immer näher kommen. Angetriebene Speerschlitten, dann sind die schneller. Nur noch 4 kranker. Das heißt, die ganzen Sanitätsstationen brauchen dann nicht mehr zwingend besetzt sein. Aber mit den Zelten wird das echt schwierig. Ich habe mir überlegt, da ich gesehen habe, dass ich dieses Achievement für nur Zelte bauen, beziehungsweise keine Häuser und Baracken, in der Zwischenzeit bei einem anderen Szenario, was ich gespielt habe, freigeschaltet habe, nicht mehr freischalten kann. Also das Achievement habe ich jetzt schon und kann es nicht mehr freischalten. Könnte ich hier jetzt auch sagen, ich steige jetzt um und baue dann noch Baracken und Häuser. Möchte ich aber eigentlich nicht machen, da ich von Anfang an gesagt habe, ich will das hier soweit durchziehen. Heizungstechnisch kann ich noch die Reichweite erhöhen, die Überbrückung und den Heizkörper. Wir nehmen aber erstmal den Dampfkohlegenerator und danach das Upgrade für diese ganzen Generatoren. Hier Automatoren raus und Ingenieur rein. Zehn Automatone will ich noch haben.
Nur kurz schauen. Hier ist ein Automaton drin. Da kommt ein Automaton rein. Da kommt ein Automaton rein. Dann müssten es eigentlich im Moment 10 Automatone sein. Ne, ich will hier nichts anklicken. Ich würde hier gerne einfach mal Platz haben. So. Die 10 Automatone verteilt auf Stahlholz und die Werkstätte. Dann werde ich nämlich noch, wenn ich zwei weitere Automatone habe, auch in die Werkstätte packen. Dann können die da komplett durcharbeiten. Und der erste Trupp ist angekommen. Eisspalte. Wir haben die sterbenden Leute gefunden, von denen Nansens Flüchtlinge uns erzählt hatten. Sie haben in einer Eisspalte Schutz gesucht. Diese Leute sind völlig erschöpft. Obwohl sie Zuflucht in einer Eisspalte gesucht haben, haben viele von ihnen schwere Erfrierungen und sind unterkühlt. Wir können ihnen aber noch helfen, wenn wir schnell handeln und sie in unsere Stadt bringen. Sie können nicht alleine stehen. Manche von ihnen können kaum sprechen. Bringt sie in unsere Stadt, 19 Leute, kein Problem. Außerdem ist das alles zeitlich einkalkuliert, das passt schon. Und obendrein habe ich die Aufgabe, auch alle zu retten. Also wäre blöd, wenn ich die nicht retten würde. Von daher, da lasse ich mich doch nicht zweimal bitten. Forschung bei knapp 50%. In 11 Stunden kann ich das nächste Gesetz erlassen. Okay. Und Zufriedenheit, Ergebenheit, keine Probleme. Der nächste Spätrupp kommt an. Tiefe Senke. Das Gelände fällt hier plötzlich zu einer tiefen Senke ab. Auf ihrem felsigen Boden liegen Verletzte und Leichen. Die Leute müssen in dieses Loch gefallen sein, als sie vor dem Sturm geflohen sind. Mindestens die Hälfte von ihnen hat den Sturz nicht überlebt, aber wir könnten die Verletzten retten, wenn wir sie auf unsere Schlitten binden und schnell in unsere Stadt bringen. Ja, zurück mit den 18 Leute. Und ihr seht, dass ich hier übrigens noch zwei weitere Sachen freigeschaltet habe. Lager Vulkan und Lager Kompass. Und die Schneehöhlen werden auch noch ein weiteres Lager freischalten. Für mich. Jetzt muss ich gucken, wir haben 18 und 17. Macht, glaube ich, 35 ungefähr. 44 freie Betten habe ich. Ja, 18 und 19 macht 37, okay. Bei 44 Betten habe ich also noch ein bisschen Platz. Wir können aber hier mal noch ein bisschen was bauen. Ja, bei denen wird es dann kalt. Kommt hier halt eben noch ein Dampfzentrum hin. Das soll nicht ganz so das Problem sein. Weil ich kohleverbrauchstechnisch jetzt ganz gut rankomme. Hier sieht es super aus. Da sieht es super aus. Und da sieht es auch super aus. Überall genug Vorräte. Brandmarkt. Sir, ein Mann aus der Familie, die auf ihren Befehl hin ihre Relikte behalten durfte, möchte sie sprechen. Er sagt, man habe sie zunächst in Ruhe gelassen, aber später wurde ein rotes X an ihre Tür gemalt. Jetzt werden sie auf der Straße nicht mehr gegrüßt, die Leute drängeln sich in Schlangen rücksichtslos vor sie und ihre Kinder werden von ihren früheren Freunden gemieden. Er möchte, dass sie dagegen etwas unternehmen. Wer die Vergangenheit ehrt, muss dafür büßen oder die Glaubenshüter sollen die Tür säubern. Allerdings, interessant, das hatte ich bisher zum Beispiel noch nicht. Die Glaubenshüter weigern sich und sagen, dass Feinde des Glaubens gebrandmarkt werden müssen. Ja, okay. Klar, wenn man es einmal richtig durchzieht, muss man es auch machen. Aber wenn ich das schon wieder so sehe, hätte ich vielleicht diese letzte Stufe, den neuen Glauben, doch nicht unbedingt durchsetzen sollen. Weil das nicht zwingend Sinn der Sache ist. Allerdings muss ich sagen, habe ich mit der Hoffnung gar keine Probleme. Insofern hat es halt auch seine Vorteile. Ausreiserin, Sir, ein Mann möchte sie sehen. Er sagt, seine Tochter sei weggelaufen, nachdem sie die Nachricht über den Sturm verbreitet hat. Er möchte sich einen Speerschlitten ausleihen, um sie zu suchen. Sie ist kein Kind mehr. Aber sie war schon immer sehr impulsiv und ist schnell verängstigt, erklärt der Vater. Ich muss sie finden, bevor sie für immer verloren ist. Sie ist alles, was ich noch habe. Ja, den rüsten wir für die Reise aus. Der kriegt seine 30 Essensrationen. Wenn es das Einzige ist, was ihm auch wichtig ist, dann darf er dann natürlich gerne auf die Suche gehen. Außerdem, wenn er nicht auf die Suche geht, werden wir seine Tochter sowieso verlieren und so hat er die Möglichkeit, sie zumindest noch zu finden und zu retten. Dampfkohlegenerator gleich fertig. Sehr schön. Und dann kann ich das Upgrade bauen. Kohlegeneratoren und Dampfkohlegeneratoren produzieren Kohlehaufen 15% schneller. Das heißt, damit kann ich noch mehr rausholen. Aber ich werde keinen Dampfkohlegenerator bauen, da ich das Achievement haben möchte. Wie schnell ich gerade das Wort Dampfkohlegenerator ausgesprochen habe.
Das verwirrt bzw. beeindruckt mich gerade selbst. Dampfkohlegenerator. Oh, um 7 sinkt die Temperatur um 2 Stufen. Oh, Backe. Temperaturstufe hoch. Bereichseinstellung hoch. Oh, das wird teuer. Das wird richtig böse. Ich bin jetzt schon nur bei erträglich. Achso, ja, gut, weil der Generator noch gar nicht auf maximaler Stufe ist. Jetzt haben wir komfortabel, das sinkt dann auf kühl runter, also ich muss ja eigentlich in den Overdrive schon rein. Und ich brauche unbedingt hier hinten noch ein Dampfzentrum. Das ist ideal, dann kommt die Sanitätsstation auch mit rein. Ein paar Kranke haben wir nochmal, hauen wir nochmal Essensrationen durch. Und der nächste Spähtrupp kommt hier an. Schneehöhlen. Eine Gruppe von Leuten, dem Tode nahe, versteckt sich in Höhlen, die sie in die Schneehaufen gegraben haben. All diese Leute sind todkrank. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben sind. In ihren Schneehöhlen ist es nur wenig wärmer als draußen im eisigen Ödland. Sie halten keinen Tag länger durch, wenn wir sie nicht sofort in unsere Stadt bringen. Ja, nochmal 19 Leute bringen wir rein. Habe ich auf jeden Fall genug Zelte. Sobald die hier fertig gebaut sind. Dann macht euch bitte auch mal hinne, ne? 10, 10, 6. Okay, gut, die werden fertig. Die ersten Leute kommen hier gleich an. Und dann komme ich, glaube ich, auf ungefähr 550 Leute. Ja, die ersten sind da. Alles Kranke. Ja, wie viel Platz habe ich eigentlich in meinen Sanitätshäusern? Zeig mal. Gibt es da eine Gesamtübersicht? Ich müsste die Sanitätsstation wahrscheinlich zählen. Zeig mal. Geheilt, über 80. Tot, krank. Tot sind die Dunklen hier. So, okay. Auf jeden Fall habe ich sehr viele Sanitätsstationen. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9 ungefähr. Minus 70 Grad. Wow, guckt euch das mal an. Ich meine, das Dampfzentrum hier arbeitet gerade noch nicht, weil es noch nicht fertig ist. Aber hier zum Beispiel, in dieser Sanitätsstation haben wir minus 5 vom Wetter. Gebäudeisolierung, Wärmedämmung. Und der Heizkörper funktioniert nicht, weil selbst mit Heizkörper das Gebäude viel zu kalt wäre. Also das wird jetzt hier richtig hart. Bei dem Dampfgenerator die Stufe unbedingt erhöhen. Bei der Fabrik hier zum Beispiel haben wir es auch. Da arbeiten jetzt Ingenieure Heizung an. Heizung und Gebäudeisolierung machen in Summe plus 4. Das Wetter minus 1. Die stehen bei kalt. Das Wirtshaus hier funktioniert selbst mit Heizkörper nicht mehr. Weil das Gebäude ohne Heizkörper eiskalt ist und dadurch der Heizkörper... Achso, nee, außer Betrieb. Es muss mindestens kühl sein. Auf kühl komme ich gar nicht. Und hier in der Sanitätsstation auch nicht. Das heißt, es gibt jetzt schon einige Sachen, die hier komplett ausfallen. Und bei den Zelten wird das noch schlimmer. Der nächste Spähtrupp ist wieder da. Das wird noch richtig happig. So. Der Kohlegenerator hier, selbst mit Heizung, ist der bei minus 2. Guck mal, Wetter minus 5, das alles minus 2. Okay. Heizung. Heizkörper nochmal eine Stufe höher, dann kriegen die 3 Stufen dadurch. Und ich brauche hier aber unbedingt Dampfzentrum. Ja. Da klatsche ich nicht hin. Brauche ich unbedingt. Das erhöht zwar meinen Verbrauch auch wieder, was ich eigentlich ja nicht will. Jetzt kriege ich den Generator nicht angewählt. Da habe ich es. Ihr seht, mit dem Verbrauch wird es jetzt unheimlich schwierig. Aber muss ich machen, ansonsten erfrieren mir die Leute hier. Ihr drei Leute frieren richtig. Wo seid ihr denn? Sag mal, wo bist du? Hier im Speisehaus. Deswegen, das Dampfzentrum muss unbedingt fertig werden. Und ich kann die Spähtrupps wieder losschicken. Ab zu den Schneehöhlen und du... zur Eisspalte. Dann kannst du nämlich Lager Vulkan abarbeiten. Und das nächste Gesetz kann ich erlassen. Für den Fall, dass ich jetzt auf Schwerkranke komme, nehme ich die Pflegeheime mit rein.
In dem Pflegeheim werden nämlich Amputierte und Schwerkranke geheilt. Das ist auch ein ziemlich breiteres Gebäude hier. Wie ihr sehen könnt, mal gucken, wo das hinpasst. Da, guck mal. Eins, zwei. Nehmen wir gleich zwei. Die kriegen nämlich auch gleich den Einfluss des Dampfzentrums rein. Das bringt uns was. In 2 Tagen steigt die Temperatur aber nur um eine Stufe. Dann bleiben wir bei minus 60 Grad. Das ist dann schon ziemlich happig. Ich habe einen weiteren Automatoren, den können wir in die Werkstatt packen. Die Werkstätte muss ich dann zum Glück nicht heizen. Ja, Worte des Captain können wir nochmal reinhauen, dann sinkt die Unzufriedenheit wieder. Und die beiden Sammelstellen hier hauen wir mal noch auf Überstunden, damit ihr mehr Kohle generiert. So, jetzt zeige ich kurz die Wärmekamera. Wieso ist es beim Kohlegenerator hier so kalt? Da muss ich die Heizung nochmal anmachen. Die Werkstätte hier können ruhig kühl oder kalt sein, da arbeiten nur Automatone drin. Hier in dem Sägewerk arbeiten Arbeiter, also Heizung an. In dem Speisehaus auch Heizung an, weil hier Menschen arbeiten. Da kann die Heizung aus, okay. Aber hier kann ich nicht mehr rausholen. Ich könnte hier nur was rausholen, wenn ich wirklich Baracken und Zelte baue, aber das will ich eigentlich nicht machen, wie gesagt. Sanitätsstation, die kriegt was ab, die auch, der auch. Nahrungsmittelvorräte bereit. Die Nahrungsmittelvorräte sollten mindestens eine Woche lang reichen. Beten wir, dass der Sturm vorher nachlässt. Okay, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Falls aber gerade noch in der Übersicht wollte, gucken, Speisehaus. Nee, bleib an. Versprechen gehalten, Pflegeheim. Ja, okay, und das passt. Pflegeheim muss auch keine Arbeit. Die kommen dann einfach rein und das passt dann schon. Unruhe auf den Straßen. Sir, der lästige Prediger verbreitet seine Nachricht in den Straßen. Ein wütender Mob ist dabei, sich zu versammeln, aber seine Anhänger stellen sich schützend vor ihn. Er wiederholt sich immerzu. Der neue Glaube ist nichts als maskierte Tyrannei. Wer den Captain verehrt, kehrt dem Allmächtigen den Rücken zu. Die Einwohner werden diesen Affront nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich vertraue den Einwohnern. Der Prediger wird möglicherweise getötet. Die Glaubenshüter bitten, den Frieden zu wahren. Einwohner könnten verletzt werden, die Unzufriedenheit steigt. Nö, Einwohner, ihr dürft ruhig. Mal gucken, was passiert. Ich gehe davon aus, dass ich eine neue Nachricht dazu kriegen werde. Und fortschrittliche Heizkörper heißt, überall, wo ich Heizkörper aktiv habe, kann ich jetzt 3 Stufen erhöhen. Aber mit meinem Kohleverbrauch sieht es echt nicht gut aus. Dagegen muss ich dringend noch was tun. Der nächste Spähtrupp ist angekommen. Damit habe ich die Überlebenden alle gerettet. Also fehlt nur noch Außenposten und Spähtrupps zurückziehen. So, die Front kommt immer näher, braucht aber auf jeden Fall noch. Und den letzten Spähtrupp schicken wir hier zur tiefen Senke, wenn ich mich nicht verklicken würde. So. Nächste Forschung müssen wir reinballern. Eingliederung von Automatonen 3, damit die noch mehr rausholen können. Und ich stehe bei 65 Kranken. Plus 6, die ich noch nicht heilen kann. Das heißt, 2 weitere Sanitätsstationen werde ich jetzt hier noch bauen. Ich muss kurz gucken, wo ich hier entsprechend... Ne, das sind Pflegeheime. Ich will Sanitätsstationen. Bauen wir direkt hier in 1, 2... Und das Straßennetz auch gleich dazu. Und dann werden wir schauen, wie ich jetzt hier am besten vorankomme. 18 Uhr mache ich jetzt hier den Cut. Die Nachricht muss ich mal gucken, ob wir die uns dann noch durchlesen können. Wenn nicht, nehmen wir uns die für die nächste Folge. Siegreiche Gläubige. Captain, eine Gruppe Gläubiger, hat sich gegen den Prediger und seine Anhänger in einer Rauferei durchgesetzt. Nachdem er K.O. gegangen war, wurde ihr Anführer den Glaubenshütern übergeben. In seinem Besitz befand sich ein Brief, der an Sie gerichtet ist. Sir, ich bin der Überzeugung, dass Sie nur versuchen, das Richtige zu tun. Doch verdammen Sie unseren Seelen nicht, nur um das Leben zu retten. Seien Sie unser Anführer, nicht unser Hirte. Sehen Sie das Licht und finden Sie zum Allmächtigen zurück. Okay. Ja, das Gesetz kann ich leider nicht zurücknehmen, Junge. Also es ist so, wie es ist, ne?
guckt, dass er das Beste draus macht. Der Sturm wird bald da sein. In der nächsten Folge werde ich dann unbedingt noch... Ich habe 78 Arbeitslose. Ja, zwei Kohlekombinate muss ich auf jeden Fall noch bauen, da ich einfach viel zu wenig Kohle habe. Und damit werde ich nicht mehr weit kommen. Definitiv nicht, wenn ich so weitermache wie jetzt gerade. Und es wird einfach mal noch kälter. In dem Sinne werden wir in der nächsten Folge dann ein paar mehr Arbeitsplätze wieder schaffen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend. So wie immer, je nachdem wann ihr das schaut. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.